Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und ich habe ein spannendes Thema für dich. Also dranbleiben. Mein erstes Schlafvideo hat ja super Resonanzen bekommen. Danke dafür nochmal. Ich verlinke es auch nochmal unten. Und heute geht es darum, was machst du denn, wenn du nicht ganz durchschlafen kannst? Also wenn du schnell einschlafen kannst, aber nicht ganz durchschlafen kannst. Und da habe ich auch ein paar Tipps für dich. Der erste Tipp ist, wenn du aufwachst in der Nacht, ist, steh einfach auf. Das heißt jetzt nicht, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, dass du sofort aus dem Bett hüpfen sollst, aber wenn du länger als eine Viertelstunde wach liegst, dann ist es besser, du stehst auf. Achtest darauf, dass du nicht zu helles Licht machst und entweder du liest dann etwas oder du schaust dir etwas an, aber nichts von dem Bildschirm. Wie gesagt, dieses blaue Licht, das diese Bildschirme verwenden, regt ja eher zum Wachbleiben an. Sondern eben, wie gesagt, ein Buch lesen, etwas anschauen, eine Illustrierte. Oder, was auch empfohlen wird, mach ein künstlerisches Projekt, mach etwas mit Kopf und den Händen. Und da wird sich zum Beispiel ein Puzzle anbieten, das du hast, dass du einfach puzzelst und dann wirst du merken, dass du wieder müde bist und dann leg dich wieder nieder. Und wenn das öfter passiert, dann mach das einfach öfter. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, um möglichst auch schnell wieder einzuschlafen bzw. durchzuschlafen. Viele Leute schrecken aus dem Schlaf hoch und glauben, sie bekommen zu wenig Schlaf ab. Aber das ist statistisch sehr unwahrscheinlich. Leute, die sagen, na, ich habe vielleicht 3 Stunden in der Nacht geschlafen, schlafen aber nach Untersuchungen eher 7 Stunden in der Nacht. Das heißt, mach dir nicht zu viel Sorgen, dass du zu wenig Schlaf abbekommst. Das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Also bleibe eher dabei, dass du sagst, okay, das bilde ich mir nur ein, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Ich bekomme genug Schlaf und schau, dass du dich so wieder beruhigst und runterkommst. Denn statistisch ist es eher wahrscheinlich, dass du mehr schläfst, als du denkst. Es gibt auch eine witzige Untersuchung, wo Leute in der Traumphase aufgeweckt wurden und dann wurden sie gefragt, ob sie glauben, dass sie geschlafen haben. Aber die haben gesagt, nein, ich habe nicht geschlafen, obwohl sie eben nachweislich geschlafen haben. Und da geht man davon aus, dass diese Menschen träumen, sie seien wach. Also die träumen so intensiv, dass sie wach und dass sie glauben, wach zu sein, obwohl sie eigentlich schlafen. Und vielleicht bist du auch so jemand, der träumt, wach zu sein, obwohl er eigentlich schläft. Wäre ja eine Möglichkeit. Das nächste, was du tun solltest, wenn du in der Nacht aufwachst, da solltest du eine Entspannungsübung machen. Ich habe schon eine Entspannungsübung zum Einschlafen gesagt, wo es ja um so wirklich so Muskelgruppen entspannen geht. Und diesmal machen wir eine Entspannungsübung, wenn du aufwachst, die eigentlich das Gegenteil ist. Und das ist, dass du Muskelgruppen der Reihe nach ein paar Sekunden lang so fest anspannst wie nur möglich und dann wieder auslässt. Das heißt, du spannst deine Zehen mal ganz fest an, Füße, Zehen ganz fest anspannen, 5 Sekunden, 10 Sekunden und dann lässt du sie aus. Dann deine Waden, dann die Oberschenkel und so weiter. Und dann schau einfach nach dieser Entspannung, dass du das raufmachst bis zum Hals, Spannung, Entspannung, dann solltest du eigentlich auch wieder müde werden und leichter einschlafen können. Übrigens historisch, und das ist auch ganz spannend, gab es einen Zweiphasenschlaf. Also die Menschen früher haben nicht einen Rutsch durchgeschlafen, davon gehen zumindest Forscher aus, sondern haben 2 Phasen gehabt. Die haben mal 4 Stunden geschlafen, waren dann circa 1 Stunde wach und haben dann wieder 4 Stunden geschlafen. Was haben die dann in dieser Stunde gemacht? Naja, die haben geraucht, gebetet oder Sex gehabt, manchmal sogar den Nachbarn besucht und haben dann nochmal 4 Stunden geschlafen. Also du musst jetzt nicht unbedingt in einem Rutsch durchschlafen, dass du diesen Erholungseffekt bekommst. Also lass dich dann nicht zu sehr einschränken und stell dich dann nicht zu sehr auf diesen Stress ein. Was auch hilft, nebenbei bemerkt, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr einschlafen, du kennst vielleicht diesen Trick, dass wenn du lächelst, dass du besser drauf bist. Und wenn du ernst schaust, wirst du eher bedrückter. Das heißt, dein Körper reagiert auf Impulse, die du da setzt.
Und das kannst du auch zum Einschlafen nutzen. Du kannst deinem Körper vorgaukeln, dass er müde ist, indem du permanent gähnst. Also einfach der Reihe nach, oh, richtig gähnen, durchstrecken, wieder gähnen und das ein paar Mal machen und dann darauf warten, dass du wieder einschlummerst. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, eben wie gesagt, wieder in diese ruhigere Phase zu kommen. Wichtig, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, bei all diesen Tipps und Tricks, stress dich nicht, du bekommst wahrscheinlich genug Schlaf ab und geh da nicht in eine Angst, in einen Stress rein. Es kann auch sein, wenn du in der Nacht aufschreckst, dass du einfach, und du hast einen Gedanken im Kopf, dann schreib dir den einfach auf, halt Zettel und Papier, nimm dein Bett bereit, schreib dir den Gedanken auf und versuch dann wieder einzuschlafen. Also auch das ist eine Möglichkeit, damit du schneller wieder einschläfst, wenn du aufschreckst in der Nacht. Was natürlich auch hilft, sind beruhigende Düfte, Lavendelduft zum Beispiel. Also Lavendel wirkt nachweislich beruhigend. Das heißt auch so ein bisschen Lavendelöl verdunsten, also diffusen in in einer Lampe. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ein angenehmes, ruhiges Milieu einfach dann eintritt bei dir. Ja, da hast du schon mal ein paar Tipps. Und jetzt gibt es noch einen letzten Zusatztipp. Es war jetzt eh schon einiges, aber jetzt gibt es noch einen allerletzten Tipp von mir. Und der ist, achte auf die Körpertemperatur, die sinkt nämlich ab beim Schlaf. Und deshalb solltest du darauf achten, dass es erstens in deinem Schlafraum nicht zu warm ist, nicht zu überheizt ist. Und ein weiterer Tipp ist, dass du dem Körper signalisierst, dass es Zeit zum Schlafen ist, wenn du vor dem Schlafen ein warmes Bad nimmst, also die Körpertemperatur künstlich aufwärmst. Und dann, wenn du eben abgetrocknet bist, aus der Badewanne kommst, fällt die Körpertemperatur schneller ab. Und das signalisiert dem Körper dann, dass er eigentlich müde ist und will zur Ruhe gehen, weil die Körpertemperatur fällt. Also das wäre auch nochmal ein Tipp, den du anwenden kannst, um eben eine gute Ruhe zu finden. Ja, das wär's für diese Woche von mir. Ich hoffe, es ist was dabei, was du umsetzen kannst. Ich wünsche dir alles Gute, einen guten Schlaf und eine gute Zeit. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker. Wenn dir dieses Video gefallen hat, teile es, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Du kennst das Ganze, klicken, teilen und was weiß ich noch was. Ich freue mich und mir ist sehr damit geholfen. Bis nächstes Mal. Alles Gute und tschüss.